So, Leute, jetzt kommt. Original Stando Gaming. Und heute spielen wir mal, wie ihr hier sehen könnt, Mad Games Tycoon 2. Wir starten das Ganze auch mal, weil wir haben hier nämlich etwas gemacht. So. Ja, jetzt hat es keine Bugs mehr, deswegen können wir tatsächlich den Publisher suchen. So, wir nehmen natürlich den hier, weil Marktstärke ist da ziemlich gut. So. Ja, passt alles. So, ist ab 12. Nice. Oh. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist. Ich keine Ahnung. So, was wir aber jetzt direkt wieder machen, ist einmal wieder ein Spiel entwickeln. Denn, ja, das heißt Moonfox. Bin ich zwar nicht, aber ja. Leiten das. Designer, ich. Spieltyp. Ah, alle. So, Hauptdings. Was ist gerade so im Hype? Also Rennspiele sind sehr im Hype. Ja, dann nehmen wir einfach das. Und nehmen wir einfach wieder Mode. So. Main-Plattform, natürlich Table 1. Alle Sprachen, ja. Yeah. Spiellänge wollten die letztens länger, aber das geht nicht. Warum geht das nicht? Automatisch bekannte optionale Einstellungen übernehmen. Jeder Schieberegler hat eine optimale Einstellung, die auf dem. Ach so! Ah, ich weiß, was das ist. Wenn ich B plus habe, dann kann ich das länger machen. Ja, dort fügen wir hier wieder alles hinzu. Und dann kann es starten. Jo, wie schnell wir das auch wieder alles fertig bekommen. Dein Publisher hat eine Marketingkampagne gestartet. Okay. So. Das ist auch direkt fertig, aber wir tun die Entwicklung fortsetzen. Einige Spieler beschweren sich darüber, dass in Marlo Party zu viel Gewalt anwendet. Ja, gut, kann ich jetzt nichts für. Wir machen auf jeden Fall B+, weil die wollten nämlich, dass man längere Dings hat. So. Jo, 24 Bucks. Also die müssen wir jetzt auf jeden Fall wegbekommen. Weil fehlerfreie Dingens sind ganz geil. Oh. Außen zu Dinger hat ja 15 Dinger noch und dann haben wir es. 67 mögen es irgendwie nicht. Oh. Ja, wir haben jetzt schon mehr verdient als Marlo Party. Das ist schon mal geil. Oh ja, 163.000. Wir haben. Boah, Leute, wir haben fast die 400.000 geknackt. Ja, ich weiß gar nicht, ob das gerade gestiegen ist. Oh. Das ist Hype, ne? Hype, es ist gerade sehr im Hype. Ja. Publisher suchen. Machen wir natürlich wieder das, weil das ist perfekt. So. Ist auch wieder ab 12, also ganz gut. Hat aber diesmal nur eine 57. Wann kann ich jetzt eigentlich mal die Fortsetzung hier machen? Trotzdem profitieren von Erfolg der Vorgänger. Bei Entwicklungsbeginn wird Hype erzeugt und es gibt einen Bonus auf die Verkaufszahlen. Die Entwicklung einer Fortsetzung kann die Verkaufszahlen des Vorgängers negativ beeinflussen. Oh. Wird freigeschaltet, wenn eines deiner Spieler eine Gesamtbewertung von mindestens 70% bekommt. Aha. Okay. Wir haben noch nicht B+, deswegen eigentlich das Scheiße ist, dass wir noch erwartet. Dann machen wir auf jeden Fall noch ein Spiel, würde ich sagen, mit immer noch im Hype, deswegen Rennspiel und die Mode. So, Main-Plattform, Table, alle Sprachen aktivieren, alle Features rein und let's go an die Entwicklung. Oh, Full Dive habe ich schon? Dann einfach das. So. B+ ist nämlich gleich fertig, dann machen wir einmal das noch. Und wenn wir dann... Einige Fans hätten sich ein besseres Level-Design bei Not So Good and Evil. Das Problem ist, ich bin sehr arm, weswegen ich mir hier keine andere Dings leisten kann. Wer ist das? Ja, 6 Millionen, Junge. Was wollen die eigentlich? Entwicklung fortsetzen. Aber das hier kann ich mir kaufen, ne? Für
Für 1 Million. Kann mir gar nichts holen. Ja, okay. Mhm. So, es hat. Ey. Hallo, die Kacke hier. So, jetzt. So, eigentlich. So, wenn es jetzt nämlich bei 0 angekommen ist, tue ich es wieder öffnen. Hallo, du sollst arbeiten. Ich weiß nicht, wie man den Schmutz hier entfernt. Sorry. Neue Forschung verfügbar. Rollenspiel. Ja, ist auch wieder sehr gut, die Technik. Die Musik und Grafik ist nicht so geil. Aber es macht nichts. Wir suchen einen Publisher. Und dann nehmen wir hier einfach Data West, weil da haben wir eine gute Verbindung mit denen. Ja. Oh, ist ab 16. Also ist... Boah, es ist aber sehr stark, also sehr schnell nach 60. Steuerung ist definitiv 100%. Sound ist eine 68. 75, 75. Okay. Zweite Plattform wurde freigeschaltet. Ja. Nice. Endlich. Spiel wurde gespeichert. Junge, ich habe so viele Spiele mittlerweile. Und was jetzt cool ist, jetzt kann ich nämlich Rollenspiele machen. Aber das mache ich gleich. Gameplay Features. Checkpoints. So. Können wir nämlich ein neues Spiel entwickeln. Und da kommt jetzt auch B Plus rein. Ist natürlich sehr teuer, aber sollte funktionieren. So, ein Standardspiel, ja. 56, also Rennspiele sind immer noch gut im Hype. Evolution, Römisches Reich. Machen wir wieder Mode. Table 1 und das. So. Alle Sprachen aktiviert, ja. Passt ja alles. Pausefunktion. Tastatur. Achso. So. Checkpoints müssen gleich fertig sein. Dann packen wir das nämlich auch noch hier rein. So, Checkpoints sind fertig. Machen wir auch noch Secrets rein. Marlo Party wurde weggenommen. Ja, also es hat auch null Gewinn gemacht, ne? Also wenn man jetzt hier mal sieht, 373.000, der hat schon Gewinn gemacht. Ja, Entwicklungsbericht, Gameplay Features. Checkpoints. So. Wir machen wieder Plus, wie man hier sehen kann. Ein Mitarbeiter beschwert sich darüber, dass... Ach, mir doch egal. Engine 2D Line. Oh ja, das ist nice. Junge, wieso immer so viele Dinger? Entwicklung fortsetzen. Definitiv höher, wie man hier sehen kann. Oh, fast eine 100. Was ist denn mit der Dings los? Ja, nice. Boah, was? Wir haben 500.000, Leute. Oh, großer Messestand. Wir haben 3 Spiele. Der hier ist im Hype, ne? Warte, was steht denn hier Hype? Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall, ja, das ist sehr im Hype. Next to Last Fantasy. Moon Fox ist auch sehr im Hype, ne? Und das ja auch, boah, das ist ja gar nicht hier im Hype. Ja, okay, ist auch noch in Entwicklung, deswegen. Aber es sind 4 Leute schon gehypt. Machen wir das hier. Konsole haben wir noch nicht. Von daher, boah. 1700 Fans neu dazu bekommen. Jetzt habe ich 3000. Okay. Wenn wir das hier fehlerfrei hinbekommen, ist das auf jeden Fall das Spiel des Spiels, würde ich mal ganz stark behaupten. Boah, yo. Also, das hat einen Hype von 99 hier. Okay, jetzt 98. Jetzt hat das auch ein Dings von 99. Ja. Das wird was. Wir sind im 1977. Okay. Kommt schon. Das schafft ihr. Machen wir jetzt hier Rollenspiel. So, wenn das jetzt hier fehlerfrei ist, dann kommt es nämlich auch raus, endlich mal. Einige Spieler beschweren sich darüber, dass zu viel Gewalt dargestellt wird. Ja, mir egal. So, Publisher suchen. D. Weiter. Ist wieder ab 16. Boah. 71. Fortsetzung wurde freigeschaltet. Endlich. Leute. Was wir jetzt nämlich direkt machen werden, ist eine Fortsetzung von... Moon Fox.
Warum steht hier ein Hype zum Start? Achso, zum Start war das. Hype. Also Moon Fox ist gerade Next to Dingsbums ist gerade sehr im Hype. Next to Last Fantasy. Sollen wir das veröffentlichen? Ja, komm. Machen wir hier auch B+, dass das geil wird, der Rennspiel-Mode. Wir machen Evolution. Und das nehmen wir natürlich um in 2. So. Perfekt. Main, dann machen wir wieder das. Table 1. Alle Sprachen sind aktiviert. Wir haben so viele neue Funktionen. Okay, let's go. Deine Fans sind bereits gespannt auf die Fortsetzung von Next to Last Fantasy. Du hast einen halben Bonus erhalten. Okay. So, wir machen die hier mal alle klein, weil man die absolute Null mehr sehen kann. So, Next to links 76.000 Dollar. Okay, jetzt 81.000. Rollenspiel wird programmiert. Das zweite hier wird auch programmiert. Läuft aktuell alles. Wir sind hier aktuell, Leute, gerade im grünen Bereich. Wir haben auch immer mehr. Viele Fans sind begeistert vom Sound von... Oh! Nice. Ja, nee, wir müssen weitermachen, weil die Bugs. Also 37 Bugs sind ein bisschen viel. Hier sitzen überall welche, das ist gut. Was wir jetzt auf jeden Fall nochmal machen, ist Gegenstand verkaufen. Denn da kommt definitiv noch ein... Entwicklung. Nee, ich will tatsächlich was bauen. Arbeitermarkt. Nein, ich will was bauen. Ach hier, Gegenstand kaufen, Entwicklung, Arbeitsplatz. Also wenn wir diese Kack-Dings hier wegbekommen, dann wird es. Mann, das ist ja mal die Kackheizung. Kommt die dahin? So, jetzt aber. Meine Güte. So. Können wir mal hier auf dem Arbeitsmarkt gucken. Also, dieses Design ist jetzt sehr stark. Machen wir hier ein... Boah, der ist ja über 40. Direkt rein. So. Wenn er runtergegangen ist auf 0, dann können wir den auch veröffentlichen. Oh, warum hat er minus 116.000? Ne, not so good and evil. Wurde runtergenommen. Schade. Aber die Fortsetzung... Und ja, und die soll auf jeden Fall gut werden. Wenn die gut wird, ja, die Spieler beschweren sich darüber, dass es viel zu schwierig ist. Ja gut, also Fantasy 2 wird halt besser, ne? Leute, definitiv. So, wir publishen das mal. Natürlich hier wieder mit dem, weil 3 Sterne. So, Gesamtthema gibt es gar nicht. Ja, ist ab 12 und ja, eine gute 59%. So. Das ist jetzt erstmal da. Das hier ist immer noch im Minus. Ach, jetzt wird auch Moon Fox runtergenommen. Leute, es wird Zeit für ein neues Spiel. Machen wir mal hier kurz einen Kurzauftrag. Datei Browser programmieren. Da kommt. Oh, Rollenspiel ist auch gleich fertig. Perfekt. So. Können wir hier mal gucken. Keine Ahnung, was das ist. So, Auftragsarbeit. Machen wir hier mal einfach alles. Beste Grafik. Ja. 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 Okay, wenigstens nicht ich. So, mach das hier mal weg. Also meine Firma, Garagenfirma, gerade halben Stern. Wow. Okay, so. Jetzt machen wir ein neues Spiel. Komplett neues. Und das wird, oh, jetzt haben wir ja sehr viel. Also Rollenspiel ist gerade, Rollenspiel. Ja, ich meinte natürlich das hier. Ist auf jeden Fall 40%, weswegen ich einfach das mal angehen würde. Ja, dann machen wir Evolution, beziehungsweise, ja, können wir auch Mode machen, aber nee, wir machen Evolution. Dann machen wir auch B+. So, machen wir das und die Liste ist leer. Oh, der Tablet wurde anscheinend runtergenommen.
Ja. Alle Sprachen werden aktiviert. So. So, machen wir alle. Und los geht's. Bitte, aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Wenn euch das kleine Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo und Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wolltet auch gerne meinen Discord-Musikbot, der ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und schaut auch gerne bei SCMX-Bot vorbei, ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ist ein Bot, den ihr einfach selber anfassen könnt. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sandro. Ciao, ciao.